Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Ja, die Waffen wären ausgeliefert, die Goblins wären tot. Wir werden jetzt schauen, dass wir zurück zur Kämpfergilde gelangen. Und uns unsere Bezahlung abholen. Ich sehe gerade, es ist eine Mine voller... Na gut, ich dachte schon, da wäre wieder Schlägerei hier vorne. Die Mine ist voll mit irgendwelchen Erzen, die wir abbauen können. Mit etwas Glück stoßen wir hier auf ein paar Gold- und Silberadern. Scheint aber nicht so der Fall zu sein. Nett! Das ist genug. So, dann düsen wir mal hier raus. Ein Schützenmeister hat die Chance, sein Ziel zu lähmen. Das haben wir ja schon hinter uns. So, da sind zwei kaputte auf meinem Weg. So, auf nach Chardinal. So, ich meine, die Kämpfergilde war doch direkt hier hinter. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist er. So, wer hat denn hier schon Schönes sagen? Das war doch der Ork oder der Schwarze, eins von beiden. Der hier, der Ork war's. Habt ihr euch denn noch nicht um die Waffenlieferung gekümmert? Die Waffen liefern sich nicht von selbst aus. Ihr hattet die Waffen geliefert und habt die Mine ohne Opfer geräumt. Besser, als ich es von euch erwartet hätte. Hier ist euer Lohn und ein kleiner Bonus. Sehr schön. Eure Pflichten warten auf euch. Zunächst habt ihr euch jedoch eine Beförderung verdient. Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Aufgrund hervorragender Leistungen ernenne ich euch hiermit zum Gesellen der Kämpfergilde. Ja, sehr schön. Ihr werdet in Koroll gebraucht. Meldet euch bei Vilena Danton. Sie hat mehrere Aufgaben für euch. Vilena Danton. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Gut, das werden wir machen. So, er sagte, wir werden in Koroll gebracht. Koroll war doch hier vorne, genau da. Dann düsen wir da mal auf dem schnellsten Wege hin. Schon wieder am Pissen, bis zum geht nicht mehr draußen. Ist er das? Nee. Wie schön, euch zu sehen. Vilena Danton. Die wird wahrscheinlich oben wieder sein. Das war die Frau. Da ist er. Seid gegrüßt. Ich sehe schon, ihr kümmert euch um Arbeit. Das ist ja ganz toll. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr einige Verpflichtungen für eure Gilde übernehmt. Wir sind eine Bruderschaft, eine Familie. Was einen von uns betrifft, betrifft uns alle. Kämpfen, Trunkenheit, Vernachlässigung von Verpflichtungen werden nicht toleriert. Ich will, dass ihr mit Modrin Oren sprecht. Er wird euch Aufgaben zuteilen, die gerade anhängig sind. Viel Glück! Für den Moment wird sich Modrin Oren um eure Aufgabenzuteilung kümmern. Bitte sprecht mit ihm. Modrin Oren. Macht einfach eure Arbeit. War das nicht der Dunkelelf hier unten? Ich meine, der Name ploppte gerade auf. Du hier. Hallo. Ja, das ist er. Aber natürlich. Was wünscht ihr? Ich schätze, ihr sucht eine Aufgabe, hm? Oh ja. Es gibt Arbeit. Schön, ich werde langsam sprechen, damit ihr mitkommt. Also, ich möchte, dass ihr mit Maglir Kontakt aufnehmt. Er ist Maglir. Er ist ein Bruder der Kämpfergilde. Aber er hat einen Auftrag nicht ausgeführt. Das können wir nicht zulassen. Da sehen wir alle schlecht aus. Er hat einen Auftrag in Skingrad nicht zu Ende gebracht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Er ist unerfahren, so wie ihr. Geht und findet heraus, was mit ihm los ist. Ja, Maglir, findet ihn. Steht so. Er treibt sich also ins Skingrad herum. Dann düsen wir da direkt mal rüber.
finden wir denn hier die Kämpfergilde? Ist doch sicherlich die hier vorne, wa? Die Schwerter, die hier runterhängen? Ich grüße euch. Ich hoffe, ich... Maglia. Der Bosmer? Ich sah ihn in der Westebene. Da hängt er seit 3 Tagen rum, habe ich mir sagen lassen. Ihr solltet ihn besser aufsuchen. Auf Wiedersehen. So, wo soll das sein? Herberge zur Westebene. Hier sind wir richtig. Wie ist das Wertebefinden? Jeder möchte wissen, was sich im Tempel wirklich zugetragen hat. Was ist mit Martin passiert? War der feurige Drache wirklich Akatosh? Gut. Lebt wohl. Was gibt es? Tolle Gespräche. Bruder. Sie haben dich geschickt, mich zu finden? Ich bin Maglia. Was wünscht ihr? Nicht erfüllt? Ich schätze schon. Für diese Aufgabe werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich sollte das Tagebuch von Brennus Astis suchen. Das war meine Aufgabe. Sie sagen, das war in der Fallfelshöhle. Seid ihr jemals dort drin gewesen? Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ich gehe nicht zurück. Nicht für so wenig Geld. Wenn es euch so viel bedeutet, geht los und sucht selbst. Das ist euer Auftrag. Das ist das Geld nicht wert, was die Kämpfergilde euch zahlt. Ich muss an meine Familie denken. Gut, dann machen wir das einfach mal. Wow. Ja, der Charakter-Overhaul sieht bei ganz vielen Charakteren echt klasse aus. Nur bei manchen, ich weiß nicht. Da haben die entweder glubsche Augen oder komplett missgebildete Gesichter, wenn man das so sagen kann. So. Wo soll denn das sein? Boah. Ich bin ja echt gespannt, wie das Multiplayer-Modul, wie heißt das noch gleich, Skyrim Reborn oder Reloaded, werden soll. Das haben sie ja angekündigt, wurde aber in letzter Sekunde noch vom Bethesda vom Netz genommen. Wahrscheinlich werden sie dann rumbasteln, andernfalls haben sie es eingestellt, aber ich denke mal, bleib abzuwarten, was die uns zeigen. Wie weit ist denn das noch? Guck mal, genau hier vorne jetzt. Ja, immerhin. Fallfelshöhle. So, wir sollen eine Art Tagebuch da rausholen, so wie ich das verstanden habe. Da hat sich wer zu Tode gewartet, war eingeklemmt und ist dort verhungert. Armer Tropf. Silberpfeil. Diedriche. Nehmen wir das Highlander-Schwert. Ach du Scheiße. Vielleicht kriegen wir den damit kaputt. Ha! Hoffentlich geht das. Die Angriff zeigt keine Wirkung, super. Komm her. Da geht dir der Arsch auf. Ektoplasma. Wird man sicherlich irgendwann nochmal gebrauchen können.
So, hier ist Sackgasse. Wobei, komm, deinen Bogen nehmen wir mal direkt mit. Aktuell fehlt mir nämlich was. Silberpfeile. Damit kommen wir auch auf Geister schießen. Ne, warte mal, von hier aus kam ich. Da bin ich rein, das heißt, wir müssen hier weiter. Nee. Dann doch links. Das macht überhaupt gar keinen Damage. So. Richtiger FPS-Drops hier, Mama Mia. Oh. Wobei, das zieht ganz schön Leben ab. Wenn wir den denn richtig treffen. Alter Finne, guck dir das an. Oh, oh. Ach, komm her. Wie Marzipankugeln. Prallt alles ab. Ha! Ruckzuck ist hier rüber ab. Ach du Scheiße. Na komm schon. Na komm schon. Zeig, was du kannst. Kannst nicht mehr, wa? Ups, dann ist er runtergefallen. So, gehen wir erstmal hier vorne lang. Kiste plündern. Hier euch eine Ratte, die auf uns zukommt. Jackpot, Baby. Oi, yo. Das hätte uns mal gerade eben das Genick gebrochen. Scheiße, wie komme ich da jetzt durch? Das ist nicht gut. Jetzt komme ich weder vor noch zurück. Aber tolles Einfallen lassen hier. Ich dachte schon, ey. Ach, das ist doch beknattert hier. Super, wie kommen wir zurück? Ich könnte da vorne jetzt runterspringen, aber das ist ja alles dynamisch. Das heißt, mit etwas Pech werden wir gar nicht mehr hochkommen. Die kurze Distanz, die Füße gebrochen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Gucken, wo es hier lang geht. Ach, hier kommen wir da vorne wieder raus. Nee, Quatsch. Doch, Tatsache.
So wie das ausschaut, sollten wir gar nicht da lang. Gehen wir einfach mal zurück. Mithrilharnisch. Ah, da ist es. So, Quest vollendet. Home sweet home. So, wir können jetzt... Gehen wir nach Skringra zurück. Wir geben ihm das zurück und gut ist. Ah, er muss ja schließlich an seine Familie denken. Wäre das jetzt irgendein Pölz, der meint, er müsste einfach damit saufen gehen mit dem Geld, was er einnimmt. Ja, meine Güte, dann hätte ich das Buch behalten, wäre natürlich zurückgegangen und hätte mir den Bonus abgeholt. Darf aber nicht so eine abgewichste Schiene fahren, geben wir ihm das einfach zurück. Ihr seid immer noch hier? Ich habe euch doch erzählt, warum ich den Auftrag nicht erfüllt habe. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Tut, was ihr tun müsst. Eure Suche war erfolgreich, hm? Gute Arbeit, schätze ich. Gut, dann geht zurück zu Orain. Er kann euch euren Lohn für den Auftrag geben. Erzählt ihm über mich, was ihr wollt. Danke. Ich möchte mich nicht von meiner Verpflichtung drücken. Aber früher wurden 2 oder 3 Männer auf Missionen geschickt. Ich mag die Gilde, aber ich muss auch an meine Familie denken. Alles gut, ich hab schon verstanden. Was auch immer. So, dann gucken wir mal. Lohnt sich halt, wenn man nett zu den Leuten ist. So, auf nach Kurol. Habt Mitleid, nur eine Münze. Die Kämpfergilde war doch ganz woanders, oder nicht? Nee, noch nicht. Bewegung. Ah, da bist du ja schon. Warum sprecht ihr mit mir? Solltet ihr nicht Maglia aufspüren? Alles schon erledigt, mein Herr. Ihr habt das Tagebuch. Gut. Also, was ist in Skingrad passiert? Er hat das nicht getan? Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht gut. Na, wie dem auch sei. Wenigstens ist die Arbeit erledigt. Hoffen wir mal, dass euer Freund Maglia seine Lektion gelernt hat. Ihr seid wieder hier, weil ihr mehr Arbeit braucht, oder? Gut. Einige unserer Jungs machen in Leia Wind Schwierigkeiten. Das wirft kein gutes Licht auf die Gilde. Einige eurer Brüder sind in der einheimischen Taverne handgreiflich geworden. Ich habe kein Problem damit, wenn es mal kracht. Aber ich mag es nicht, wenn wir alle schlecht dastehen. Sucht Relian, Vantus Prelius und Dubor Kroschak. Ich hatte noch nie Probleme mit ihnen. Also findet heraus, was da los ist. Dubor Kroschak, das ist hundertprozentig ein Ork. Ich warte. Da, wenn der schon Theater macht, dann wird er wahrscheinlich Gliedmaßen ausreißen. So, wo ist denn das? Chardinal, Lea Wynn war, glaube ich, hier unten. Bravel. Lea Wynn. Mal gucken, wo hier die Schenke ist. Guten Tag. So, da ist was zu übernachten. Five Finger Lodge. Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. Vielen Dank, mein Herr.
So, erzähl doch mal, was weißt du? Es gibt Probleme mit ein paar finsteren Gestalten. Begebt euch zur Fünf-Klauen-Unterkunft. Ach, das genau hier. Ihr werdet schon sehen. Möge Akatosch... Gucken wir noch mal, was hier los ist. Was wollten ihr? Hier gibt es keine Probleme. Hier gibt's gar nichts. Kein Spaß, keine Arbeit, nichts. Die Dunkelforstrotte hat sich die Arbeit unter den Nagel gerissen. Da bleibt nichts für uns übrig, außer sich zu betrinken. Habt ihr noch nie von denen gehört? Ehemalige Soldaten, die in die Sümpfe geschickt wurden, um etwas Land von den Echsen zurückzubekommen. Sprecht mit Phantus. Phantus. Wer von euch ist Phantus? Phantus. Es empfiehlt sich nicht, uns mitten im Gespräch zu unterbrechen. Das glaube ich nicht. Ich sag euch mal, was echte Schwierigkeiten sind. Wenn man seine Schuldner bezahlen muss, aber keine Arbeit hat. Meine Frau wäscht, um uns Essen zu kaufen. So ist es, seit die Dunkelforstrotte hier eingefallen ist. Dunkelforstrotte, erzähl mal was über die. Ich pfeife auf die. Söldner des Kaisers erheben in Schwarzmarsch Anspruch auf Landflächen. Nach ihrer Niederlage kamen sie zurück und sind hier ins Geschäft eingestiegen. Sie unterbieten uns schamlos, um an Aufträge zu kommen. Und sie haben keine Skrupel, Aufgaben anzunehmen, die kein ehrenwertes Gildenmitglied akzeptieren würde. Oh, müssen wir? Als ich das letzte Mal hinschaute, übertraft ihr mich noch nicht im Rang, Geselle. Ich schlage vor, ihr legt besseres Benehmen an den Tag und steckt eure Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Eine brillante Idee. Auren schickt heutzutage nur seine besten Leute. Passt mal auf. Ihr sucht uns bezahlte Arbeit, dann erledigen wir sie auch. Oh, da hat einer 25 Euro gespendet. Besten Dank. Arbeit wäre großartig. So dumm, dass uns heutzutage keiner mehr welche gibt. Wenn ihr Arbeit für uns findet, erledigen wir sie. Gut. Ab 1000 Dank. Nie wieder lasse ich einen Ork hier etwas trinken. Ihr gehört aber nicht hierher. Verschwindet. Ich hau ja schon ab, meine Güte. Ey. So, wie ihr schon gehört habt, wir müssen für unsere Leute Arbeit suchen. Das klären wir bei der nächsten Folge. So, meine Freunde, leider endet das Spielzeug heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Es bleibt spannend. Bis die Tage.